Ach, warte, wir sind doch einfach hier auf dem Bahnsteig. Ja, natürlich. Was macht denn der da? Der prüft, ob alle Räder in Ordnung sind. Das machen sie doch immer. Wann bist du in Rom? Gegen Mittag. Einsteigen bitte. Also. Einsteigen bitte. Leb wohl. Lieber. Einsteigen bitte. Aber auf Ostern kommst du bestimmt. Sobald ich es machen kann. Einsteigen bitte. Leb wohl. Lieber. Leb wohl. Leb wohl. Auf bald. Das ist keine Umstände, weil es mir verliert. Aber ohne Sie. Das ist unglaublich. Wo kommen Sie mit mir? Bitte. Rühren Sie mich nicht an. Vorwärts kommen Sie. Was geht das hier an, wie ich heiße? Ich tue nur meine Pflicht, das wissen Sie ganz genau. So. Jeder Reisende ist verpflichtet, sich auszuweisen. So? Kommen Sie jetzt mit bitte ins Dienstzimmer, mein Herr. Was so unterstehen Sie sich? Wir werden schon herausfinden, wie Soll Sie heißen. Soll ich mich anrühren, sage ich. Nehmen Sie die Hand, Vater. Sie. Sie. Unterstehen Sie sich, einem Beamten eine Ohrfeige anzutreiben? Mensch. Jetzt kommen Sie aber mit. Bitte aber vorwärts jetzt. Kommen Sie. Vergessen Sie Ihre Mütze nicht. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte mich nicht einmischen, bitte, Herr Kommissar. Doktor. Sie standen also auf dem Bahnsteig und haben gesehen, wie diese Ohrfeige vor sich ging. Sie haben Ihre Frau verabschiedet, sagen Sie. Und das war vor demselben Wagen. Ja. Schlafwagen, nicht? Wollen, schauen Sie doch mit, ja? Herr Weidel hat sich einfach geweigert, seinen Namen zu sagen. Und dann hat ihn der Beamte am Ärmel gefasst. Kurz darauf hörte ich eine Ohrfeige und sah, wie die Mütze über den Bahnsteig rollte. Das wird alles aufgeschrieben? Ja, warum nicht? Nur, es war nicht meine Frau, die Dame, die ich verabschiedet hatte. Das macht ja keinen Unterschied, Herr Doktor. Für meine Frau schon. Also wichtig ist die Ohrfeige, Fräulein. Ja, alles andere brauchen Sie nicht zu schreiben. Anatol Wadl ist nun einmal ein Temperament. Das weiß man ja, so eine Künstlernatur. Ach, das heißt, Sie kennen diesen Herrn? Was heißt kennen? Anatol Wadl ist ja kein Unbekannter. Oh, sehr interessant. Vielleicht täusche ich mich, aber jedenfalls sieht er ihm sehr ähnlich. Damals, vor ein paar Jahren, sah man ihn doch in allen Zeitungen. Erinnern Sie sich nicht, Herr Kommissar? Da war doch diese tolle Geschichte, wie er plötzlich verschwunden war. Kein Mensch hat je erfahren, wo er seither lebt. Wenn er überhaupt noch lebt. Eine tolle Geschichte. Sehr interessant. Nämlich, der Herr weigert sich, seinen Namen anzugeben. Und Sie nennen ihn Anatol Wadl? Beschwören kann ich natürlich nicht. Seine Gattin, glaube ich, lebt in Paris. Die Julika, wie man sie nennt. In Paris? Sie ist Tänzerin, eine zauberhafte Frau. Julika? Ja. Und die ist eine gesetzliche Gattin? Sicher. Woher wissen Sie das alles? Aus der Illustrierten. Ja, herein. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Wenn es weiter nötig sein sollte für die Kriminalpolizei, sich gestatten Sie anzurufen. Lieber nicht. Also für heute, wie gesagt, meinen besten Dank. Gute Nacht, Kommissar. Gute Nacht, mein Lieber. Gute Nacht, Doktor. Sie sind also der Herr, der die Ohrfeige gegeben hat. Ja. Bitte nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. Danke, ich stehe lieber. Wie ich sehe, Herr Wadl, sind Sie in einem ziemlich betrunkenen Zustand. Ich heiße leider nicht Wadl. Ich hoffe, Sie verstehen trotzdem, was ich Ihnen sage. Herr Kommissar, ich lasse mich von niemandem am Ärmel packen. Im Übrigen bin ich natürlich bereit, die übliche Buße für meine Ohrfeige sofort zu bezahlen. Ja, so einfach ist es leider nicht. Was ist der Tarif? Bitte, was? Ich habe leider keine Zeit, Herr Kommissar, mich zu setzen. Danke sehr. Ich möchte den nächsten Zug nehmen, um dieses wenig freundliche Land zu verlassen. Sie werden diesen Raum nicht verlassen, Herr Wadl, bevor wir Ihre genauen Personalien besitzen. Leider heiße ich nicht Wadl. Wie denn? Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Herr Wadl. Ich heiße nicht Wadl. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich verpflichtet bin, unverzüglich die Kriminalpolizei anzurufen, wenn Sie sich weiterhin weigern, Ihren Namen zu nennen. Das heißt, Sie würden noch heute Nacht in Untersuchungshaft kommen. Darüber müssen Sie klar sein. Ich gebe Ihnen 5 Minuten, mein Herr. Ich hab Tee.
Kliniker! Kliniker! Telefon! Es ist dringend. Wieso? Ausland. Wer? Die Kriminalpolizei. Ich glaube, wegen deinem Mann. Excusez, mesdames. Je reviendrai tout de suite. Continuez votre exercice. Hallo, Julika, wie bitte? Ja, das bin ich selber, ja. Julika Wadl. Wieso Kriminalpolizei? Ich weiß überhaupt nichts. Mein Mann? Ich? Nein, keine Ahnung. Verstehe. Selbstverständlich, verstehe. Sobald ich kann, selbstverständlich, aber ich kann ja nicht einfach weglaufen, Herr Kommissar. Schließlich habe ich hier meine Ballettschule. Seit 5 Jahren. Das stimmt. Im Februar waren es genau 5 Jahre, seit er verschwunden ist. Sobald ich kann, Herr Kommissar. Selbstverständlich werde ich meinen Mann erkennen. Ich danke Ihnen für die Nachricht. Bitte sehr, bitte sehr. Was ist los? Mein Mann. Du bist ja kreidenweiß, Julika. Sie sagen, mein Mann ist wieder aufgetaucht. Und? Sie haben ihn an der Grenze verhaftet, sagen Sie. Ich soll sofort hinfahren. Wozu? Ich habe es ja immer gedacht. Eines schönen Morgens plötzlich steht er wieder da. Was geht es dich an? 5 Jahre lang hat er sich nicht um dich gekümmert, Julika. Ich denke, du bist fertig mit ihm. Sicher. Ein Mann, der dir das halbe Leben verfuscht hat. Das sagst du ja selbst. Und jetzt? Ach, George. Nun, wirst du ihn fahren? Wir werden sehen. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Dünner, Hans-Ulrich Dünner. Ich habe die Ehre, Herr Wadl, Ihr amtlicher Verteidiger zu sein. Angenehm. Leider heiße ich nicht Wadl. Ja. Sie können versichert sein, ich werde mein Bestes tun. Und wir haben keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Der Fall ist klar, ich habe die Akten studiert. Ja, und wenn Sie die Güte haben, mich wenigstens in großen Zügen zu unterrichten, wo Sie die letzten 5 Jahre verbracht haben, bin ich vollkommen sicher, dass Sie schon in wenigen Tagen wieder auf freiem Fuße sind. Sie gestatten, dass ich mich setze. Ich weiß, diese Brötchen sind etwas hart, aber sauber. Übrigens habe ich mich sofort bemüht, Ihre hoffentlich kurzen Tage in der Untersuchungshaft so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie haben die beste Zelle des Hauses. Die einzige mit Morgensonne und Blick auf die alten Platanen. Sie hören hier fast keinen Straßenlärm, nur das Gurren der Tauben. Und das Geläute des Münsters. Ja, gefällt es Ihnen nicht? Es ist zum irrsinnig werden, Herr Doktor. Es gilt als das schönste Geläut in unserem ganzen Land. So, interessant. Auch wenn es so aus der Nähe, mag sein, etwas dringend ist. Ich bedauere, dass unser Untersuchungsgefängnis gerade gegenüber dem Münster steht, ist ein Umstand, den wir leider nicht ändern können. Ja, um bei unserer Sache zu bleiben, Herr Wadl, gestatten Sie mir also die Frage, wo sind Sie in den letzten 5 Jahren gewesen? Ich habe dem Wärter gesagt, bevor ich nicht meinen Whisky bekomme, werde ich niemanden empfangen. Ja, es ist leider noch den bestehenden Haben Sie Whisky, Herr Doktor, oder haben Sie keinen Whisky? Ich habe hier die Akte. Was, eine ganze Akte wegen einer einzigen Ohrfeige? Seit 3 Tagen bin ich hier im Land. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass diese ganze Akte... Ach, es sind ja Kleinigkeiten, erschrecken Sie nicht. Lauter Kleinigkeiten. Landesflucht ohne behördliche Abmeldung, Nichterfüllung der Steuerpflicht... Gefährdung des Verkehrs durch jahrelanges Überwuchern lassen einer Hecke, die bis heute trotz 6-facher Mahnung nicht geschnitten worden ist. Nichterfüllung der Luftschutzpflicht, Vernachlässigung aller behördlichen Anfragen, Nichterfüllung der Altersversicherung. Na und so weiter, Herr Wadl, und so weiter. Ja. Ich komme aus Mexiko, Herr Doktor. Ich muss sagen, die aztekischen Menschenopfer, bei denen man das warme Herz aus dem Leibe schnitt, sind ein Kinderspiel. Verglichen mit der Behandlung, die hierzulande ein lebendiger Mensch erfährt, der keine Papiere hat oder keine Lust, sie zu zeigen. Was wollen Sie eigentlich? Ich will Sie verteidigen. Ja, man hat mir gesagt, Sie sind Herr Wadl. Anatol Wadl. Der Bildhauer, der seit 5 Jahren verschollen ist. Und ich habe das Amt übernommen. Anatol Wadl zu verteidigen? Ja, ja, ja.
Wenn ich es aber nun nicht bin. Wieso nicht? Weil ich es nicht bin. Anatol Wadl ist eine sehr geschätzte Persönlichkeit. Die Akademie hat mich bereits unterrichtet, dass sie beschlossen habe, nicht bloß die Buße für ihre Ohrfeige, sondern auch anfällige andere Kosten zu übernehmen. Und überhaupt. Ja, ich verstehe Sie wirklich nicht. Wieso weigern Sie sich, Anatol Wadl zu sein? Weil ich es nicht bin. Ah. Es tut mir leid. Herr Ober. Augenblick, Herr Doktor, Augenblick. Leider muss ich gehen. Meine Frau wartet auf mich. Wie geht es ihr eigentlich? Ach so, sie kränkelt wieder, leider. Über Ostern wollte ich eigentlich nach Rom. Nicht zu machen. Ich hatte schon die Flugkarte, das Hotel und so. Herr Ober, ich möchte zahlen. Bitte sehr. Ich bin eilig. Abendblatt. Herr Doktor, die neue Atomwaffe, die Affäre Wadl? Also doch, die Affäre Wadl. Habe ich nicht gesagt, ich habe ihn neulich auf dem Bahnsteig gesehen? Nun ist er es wirklich, scheint es. Hast du Wadl denn gekannt? Gekannt? Nun ja, er saß doch jeden Abend dort in der Nische. Erinnerst du dich nicht? Dieser Sonderling, der immer seinen Whisky trank. Die bösen Zungen haben gesagt, er fürchte sich, nach Hause zu gehen. Wegen seiner Frau? Dabei hatte er die zauberhafteste Frau, die du dir denken kannst. Zart wie eine Libelle. Mich geht's hier nichts an. Damals war sie zum Sterben krank, hieß es. Und alles wegen diesem Wadl. Herr Doktor? Mich zahlen. Danke sehr, Doktor. Das ist gut. Danke sehr. Lungenkrank war sie, glaube ich. Und alles wegen ihm? Kaum war er verschwunden, ging es ihr besser. Man traute seinen Augen kaum. Von Lungenleiden keine Rede. Sie war jünger als je. Die Gesundheit in Person. Kaum war er verschwunden. Blühte wie noch nie. Warum gehst du übrigens nicht nach Rom? Ich kann meine Frau nicht verlassen. Jetzt, wo sie krank ist. Das ist es ja. Sie würde... Ich weiß nicht, was sie tun würde, wenn ich sie jetzt verließe. Wer weiß? Blühen wie noch nie. Herein. Wer sind Sie? Wenn Sie gestatten, ich bin der Staatsanwalt. Bleiben Sie ruhig sitzen. Die Brücke ist breit genug, Herr Staatsanwalt. Nehmen Sie Platz. Danke. Sie rauchen? Danke, Herr Staatsanwalt, danke. Ich komme übrigens ganz persönlich. Betrachten Sie es keinesfalls als ein Verhör. Es drängte mich einfach, Sie zu sehen, falls Sie wirklich unser verehrter Anatol Wadl sind. Ich bin es leider nicht. Nämlich meine Frau, müssen Sie wissen, ist eine Verehrerin ihrer Kunst. Sie ist außer sich bei dem Gedanken, dass ein Künstler wie Anatol Wadl, ein geistiger Mensch, ein schöpferischer Mensch, dem unsere Stadt so beglückende Skulpturen verdankt, auf dieser Pritsche sitzen soll wie ein gemeiner Verbrecher. Ich bin ein gemeiner Verbrecher. Ich weiß, Sie behaupten das, ich weiß. Ihr Wärter erzählte mir, dass Sie mindestens 5 Morde verübt haben wollen. Und warum glaubt man mir nicht? Darunter, wenn ich richtig verstanden habe, befindet sich auch Ihre geschätzte Gattin. Sie war mein erstes Opfer. Eine wunderbare Zigarette haben Sie da. Was ist das für eine Marke? Ja, also betrachten Sie es, wie gesagt, nicht als ein Verhör, wenn ich mir die Frage erlaube. Warum haben Sie Ihre Gattin ermordet? Ich liebte sie. Ach, ist das ein Grund? Sie war wunderschön. Ja, das heißt, Sie waren eifersüchtig. Ich hatte keinen Grund, Herr Staatsanwalt, eifersüchtig zu sein. Vielleicht war sie mit anderen Herren etwas glücklicher, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls gab es keinen Mann auf dieser Welt, an dem sie tiefer hätte leiden können als an mir, das weiß ich. Sie liebte sie? Was heißt lieben? Sie opferte sich auf, wissen Sie? Sie war eine Dulderin. Das war auch die Meinung unserer Freunde. Ich habe sie krank gemacht. Krank? Ja. Wieso? Es war ein Opfer an meiner Seite zu leben. Und trotzdem hat sie immer und immer wieder verziehen. Was hat sie verziehen? Mich. Haben Sie oft gestritten? Nie. Das ist ja entsetzlich. Ja, Sie sagen es, Herr Staatsanwalt, es war entsetzlich. Was für einen Frieden wir hatten. Wenn ich es nicht mehr aushielt und einen Teller an die Wand schmiss, kam ich mir tagelang wie ein Mörder vor. Ihr Mörder. Ach. Das hält man doch nicht aus. Und darum gingen Sie, wie der Wärter mir erzählt, in die Fremdenlegion. Ich bin ein Feigling, ja. Wie, also das verstehe ich nicht, offen gestanden. Ich auch nicht, Herr Staatsanwalt, aber es war so. Aber Sie liebten doch Ihre Frau. Sie waren Engel. Und?
Ich hielt es nicht aus, immer ein schlechtes Gewissen zu haben. Und darum haben Sie sie ermordet? Ich sage es ja, es war furchtbar für Sie, an meiner Seite zu leben. Und wann ist dieser Mord geschehen? Warum lachen Sie? Ich muss schon sagen, Herr Staatsanwalt, Sie machen es sich sehr einfach. Für eine einzige Zigarette, meinen Sie, erspare ich Ihnen die ganze Arbeit, wofür Sie bezahlt werden? Und überhaupt verstehe ich dieses ganze Vorgehen nicht. Sie verlangen von mir, dass ich meine Verbrechen selbst beweise. Andernfalls würde ich verurteilt werden, ein Ehrenmann zu sein und Anatol Wadl zu heißen, dem Ihre Stadt, wie ich höre, so beglückende Skulpturen verdankt. Auch von Ihrer geschätzten Gattin, Herr Staatsanwalt, lasse ich es mir nicht einreden. Leider verdankt mir niemand beglückende Skulpturen. Aber mein Herr... Ja, muss ich denn meinen Verteidiger erwürgen, bloß damit man mir endlich glaubt, dass ich nicht Anatol Wadl bin? Aber Sie missverstehen uns. Niemand will Sie zwingen, ein Mann zu sein, der Sie nicht sind. Und sobald Sie uns sagen, wer Sie wirklich sind... Wer ich wirklich ja. bin? Ja. Warum schütteln Sie den Kopf? Seit einer Woche wiederhole ich es Tag für Tag, dass ich ohne Whisky jede weitere Auskunft verweigere. Denn wenn ich nüchtern bin, erliege ich zu leicht allen sittlichen Einflüssen und spiele eine Rolle, die nichts mit mir zu tun hat. Warum bringt man mir keinen Whisky? Ich habe bereits den entgegenkommenden Vorschlag gemacht, man soll die Kosten für meinen amtlichen Verteidiger sparen, dafür aber Whisky in meine Zelle liefern. Denn es hat keinen Sinn, glauben Sie mir, dass ich ohne Whisky vor die Schranken trete. Es hat keinen Sinn, Herr Staatsanwalt, Sie können niemals erkennen, wer ich bin. Ich selbst kann es nicht, solange ich keinen Whisky habe. Das ist alles, Herr Staatsanwalt, was ich in diesem nüchternen Zustand zu sagen habe. Attention, please. May I have your attention, please? Flight number 209, London, Paris, Munich, ready for departure. Das ist meine Maschine. All passengers are requested to board the plane as soon as possible. Ich muss gehen. Attention, s'il vous plaît. Attention, also, George, leb wohl. Wie du willst. Ich muss, du wirst das verstehen. Nein, George. All die Jahre hast du mir erzählt, wie er dich krank gemacht hat, Herr Anatol. Und kaum taucht er wieder auf. Ich komme ja zurück, George. Wir werden ja sehen, meine Liebe. Du musst einsteigen, glaube ich. Vielleicht ist er es gar nicht. Du brauchst nicht zu weinen, Julika. Im Grunde wünschst du ja nur einen Mann, dem du einreden kannst, er mache dich krank. Ist es nicht so? Du bist nur glücklich, wenn du selber leer Leid tun kannst. George! Du bist die geborene Dulderin. British European Airways announced the departure of flight number 209. This is our last call. Passenger Mrs. Julika Wadl. Mrs. Julika Wadl, please come to the information desk immediately. Leb wohl, Julika! Leb wohl, George! Fertig. Nur noch das Gitter. Sie stören mich gar nicht. Putzen Sie ruhig. Sie sind der einzige Mensch, Knobel, den ich in meiner Zelle vertrage. Glauben Sie es mir? Ach, wenn Sie schon selber sagen, Sie haben Ihre Gattin ermordet. Wissen Sie, Herr von Winkel... Psst, niemanden sagen, dass ich Rip van Winkel heiße. Ja, ja. Wissen Sie, es gibt genug andere in dem Haus hier. Wenn ich der Fraß bringe oder die Zelle putze, alle bestreiten sie, dass er etwas gemacht habe. Ja. Ich kann es bald nicht mehr mit anhören. Jeder ist unschuldig. Seit 13 Jahren bin ich jetzt Wärter. Sie sind der erste Herr von Winkel, der die Güte hat, von seinem Morde zu erzählen. Und zwar genau, sodass man sich auch als Laie etwas darunter vorstellen kann. Nicht? Der erste, ja. Früher war ich Gemüsehändler. Ich habe mir das ja ganz anders vorgestellt, als ich damals die Stelle hier angenommen habe. Da wirst du was erfahren, dachte ich, aber keine Spur. Da ist man weder in einem Staatsgefängnis und wenn ich Verbrecher anhören will, muss ich ins Kino gehen wie alle anderen. Naja, sowas sieht man im Kino nicht. Wenn ich an meinen zweiten Mord denke, damals im Dschungel, das war ganz anders. Da wusste ich schon, dass ich ein Mörder bin. Hä? Da brauchte ich keine Stimmung dazu, verstehen Sie? Das war eine beschlossene Sache. Was ist in dem Dschungel gewesen? In Jamaika, natürlich. Ich wusste doch, dass der Wurm sich in Jamaika herumtreibt. Das war eine Frage der Geduld, bis ich ihn unter dem Messer hatte. Was denn für ein Wurm? Wer ist Wurm? Der Havel-Gangster. Was? Wie war das? Wer? Der Havel-Gangster. So, doch, davon haben Sie aber noch nie erzählt. Ja, erzähle ich Ihnen anders mal. Ach, schade. In Jamaika, sagen Sie? Und den haben Sie mit einem Messer? Ja. Ach,
Donnerwetter? Nein, es war mit einer indianischen Baumsäge. Donnerwetter. Er sagt, das Geläute bringt ihn jedes Mal zur Raserei. Er wird mich erkennen. Ich gehe voraus, Madame. Bitte Sie. Wenn wir vor der Zelle sind, sprechen Sie bitte kein Wort. Hier? Psst. Wer ist da? Um Gottes Willen. Psst. Wer ist da? Whisky! Was ruft er? Gehen wir. Kommen Sie. Bitte, Madame. Nun? Kein bisschen hat er sich beruhigt. Kaum hört er Schritte, brüllt er wieder nach Whisky. Darf sich bekannt machen, Herr Staatsanwalt? Sehr erfreut. Frau Wadl, Frau Julika Wadl. Frau Wadl ist gestern angekommen. Sehr erfreut. Wie ich befürchtet habe, Herr Staatsanwalt. Unser Häftling will sich nicht daran erinnern, verheiratet zu sein. Die bloße Mitteilung, dass eine Dame gekommen sei, die sich als seine Gattin betrachtet, hat ihn wieder in Wut versetzt. Verstehe. Frau Wadl, nehmen Sie bitte Platz. Nach so vielen Jahren, meine Herren, Sie können sich ja nicht vorstellen, wie mir zumute gewesen ist, plötzlich diese Nachricht, dass mein Mann wieder aufgetaucht sei. Offen gestanden, so habe ich meinen Mann auch noch nie gehört. Das ist sonst nicht seine Art, Herr Staatsanwalt, glauben Sie mir. Sie rauchen? Jetzt nicht, danke. Ich nehme an, Herr Dr. Döner hat Sie bereits unterrichtet, wie es zu dieser Verhaftung gekommen ist. Ja, einigermaßen. Na, also die Klage, die gegen den geschätzten Verschollenen vorliegt, ist Ihnen bekannt. Aber das ist kein Grund, Madame, dass Sie sich nicht freuen sollten über seine Heimkehr. Falls Sie wirklich seine Gattin sind. Was sonst? Nee, also missverstehen Sie mich nicht. Und ob ich seine Gattin bin? Ja. Mein Name ist Wadl, Julika Wadl, ja, geboren... Ja, natürlich, das schon. Hier sind meine Papiere, bitte. Nein, also, dass Sie, Madame, die Gattin unseres verschollenen Anatol Wadl sind, darum geht es hier gar nicht. Sondern ob er, unser Häftling, der verschollene Anatol Wadl ist. Nämlich, er bestreitet es. Und bis heute, Madame, haben wir es ihm nicht beweisen können. Er bestreitet es? Und wie? Was darf ich Ihnen anbieten, Madame? Er bestreitet es? Nehmen Sie einen Whisky. Whisky? Sie werden es mir nicht verargen, Madame, dass ich Whisky in meinem Schreibtisch habe. Das ist ja nicht auszuhalten. Seit einer Woche brüllt dieser Mensch immer zu noch Whisky, Whisky, Whisky. Leider dürfen wir ihm keinen geben. Wie nehmen Sie ihn, Madame, halb auf halb? Wie ich Ihnen schon sagte, Frau Wadl, der Herr Staatsanwalt ist ganz unserer Meinung. Wir beide glauben nicht im Mindesten daran, dass Ihr Herr Gemahl, und wenn er es noch so oft beschwört, ein Mörder ist. Ein Mörder? Er behauptet es jeden Tag. Mein Mann? Ja, mindestens 5 Morde will er begangen haben. Die er nicht beweisen kann. So wenig, wie Herr Dr. Dünner, sein Verteidiger, beweisen kann, dass er diese Morde nicht begangen hat. Hier, Madame, Ihr Whisky. Meine Herren, Anatol ist kein Mörder. Hoffen wir es, Madame. Anatol? Dazu wäre er gar nicht imstande, Herr Staatsanwalt. Ein Mensch wie Anatol, glauben Sie mir, ich bin doch 8 Jahre mit ihm verheiratet gewesen. Das ist es ja, was ihn zur Raserei bringt. Was? Dass wir ihm alle den Mörder nicht glauben... Auf Ihr Wohl, Madame. Auf Ihr Wohl. In der Tat, es ist ein ungewöhnlicher Fall, der uns beide, wie Sie sehen, über die amtliche Verpflichtung hinaus beschäftigt. Wir sind an Mörder gewöhnt, die den ganzen Tag brüllen, ich bin unschuldig. Das stört mich nicht einen Augenblick in meiner Arbeit und es fehle mir nicht ein, deswegen Whisky zu trinken mitten am Tag. Aber ein Mensch, der seine Unschuld bestreitet und geradezu Anfälle bekommt, wenn man ihn verdächtigt, ein Ehrenmann zu sein... Also das geht an die Nerven, Madame, glauben Sie. Ihr stellt unseren ganzen Betrieb auf den Kopf, Ihr geschätzter Herr Gatte, sofern er es ist. Wen will er denn ermordet haben? Sie. Mich? Zum Beispiel, ja. Erschrecken Sie nicht. Ermordet mich? Sie verstehen, Madame, dass wir neugierig sind, was er für ein Gesicht machen wird, wenn er Ihnen gegenüberstehen wird. Um Gottes Willen. Auf Ihr Wohl, Madame. Frau Wadl. Um Gottes Willen. Aber trinken Sie doch den Whisky, Madame, fassen Sie sich. Sie werden doch nicht selber daran glauben, dass er sie ermordet hat. Madame. Und das war gestern? Ja. Und Sie haben gesagt, dass ich in Hungerstreik trete? Ja. Was ist denn das, Knobel?
Das ist so eine Art von Bierwurst. Privat? Na klar. Aber Sie sagen den Herrn nichts, dass ich trotzdem etwas esse. Oh, Herr von Winkel, danke, dafür halte lieber Sie mich Knoll, dann. Danke. Und geschluchzt hat sie? Ja, also ich weiß nicht, was die will. Wie sieht sie denn aus? Aber kümmern Sie sich doch nicht. Sie müssen essen, Herr von Winkel, gerade von wegen der Nerven. Elegant sieht sie aus, nicht? Blond und duftet tut sie durch den ganzen Korridor. Wieso denn blond? Ja, warum denn nicht? Und die Figur? Oh, und ob. Ja. Aber essen Sie doch, Herr von Winkel. Vielleicht ist es gar nicht Ihr Typ, nicht wahr? Ob schon Sie ja behauptet, Ihre Gattin zu sein. Komm, essen Sie doch, bevor jemand kommt. Habe ich Ihnen die Geschichte von der kleinen Mulattin erzählt? Nee. Das war mein Typ. Mulattin? Brot haben Sie keins? Ach, Entschuldigung, Herr von Winkel. Das war am Rio Grande. Mein Lieber, das lässt sich nicht erzählen, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Hm. So ein Sonnenuntergang in der Wüste. Wir hockten gerade um unser Feuer und besprachen uns mit Schmugglern, wie sie uns in der Nacht über die mexikanische Grenze bringen sollten. Nämlich, da war schon ein Steckbrief auf mich. Plötzlich kommt er um den Felsen. Was, Felsen gibt's da? Eine Limousine, eine gestohlene natürlich. Schuss! Aber der Kerl fährt weiter und ich denke natürlich, das ist die Polizei. Schuss, Schuss! Und wer ist drin? Na, wer denn? Der Jim. Wer ist Jim? Ihr Mann. Von der Mulatti? Ja. Dunnerwetter. Ein Neger, eine Seele von Menschen, aber natürlich, wenn man ihm seine Frau gestohlen hat, Sie verstehen. Ja. So in der Dunkelheit, ich sag Ihnen, wenn man da bloß seine weißen Zähne und seine weißen Augen sieht. Na und? Wir liebten uns. Die Mulattin und Sie? Ich fragte sie, liebst du mich oder liebst du ihn? Fragte ich sie. Sie verstand mich ganz genau und nickte. Und Schuss! Und kein Wort mehr vom Jim. Er war tot? Sofort. Dunnerwetter. Sie küsste mich. Das war mein Typ. Dunnerwetter. Das war Ihr dritter Mord? Ich glaube, ja. Komm, nimm es noch ein Stück Bierwurst, Stefan Winkel. Leider muss ich weiter. Wissen die anderen, die fluchen nämlich jedes Mal, dass ich so lange bei Ihnen bleibe. Das Prinzip der Liebe ist der Raub. Alles andere Schmus, das können Sie mir glauben. Schmus für blutarme Bürger wie dieser Dr. Dünner und diese Sorte. Wenn ich daran denke, wie ich diese Florence zum ersten Mal erblickte, damals in dem brennenden Sägewerk. Sie meinen die Mulatti? Oben in Kalifornien, wissen Sie, ich ging an der Küste und wollte fischen. Plötzlich, der Himmel war voller fliegender Funken. Es war eine Feuersbrunst. Sowas von einer Feuersbrunst habe ich überhaupt noch nie gesehen. Von Feuerwehr natürlich keine Spur. Heulende Weiber, kein Wasser zum Löschen. Es war Sonntag, die Männer waren beim Schnaps. In der Luft flatterte und knatterte es. Und mittendrin stand ein Tank. Ein Tank voll Benzin. Ich fragte sie, ob sie wahnsinnig wäre. Jeden Augenblick konnte doch der Tank in die Luft gehen. Aber trotzdem rannte sie in die Hütte. Wer? Die Mulattin. Dunnerbeck. Ich ihr nach. Na klar. Wieso klar? Es war der reine Wahnsinn, aber ich dachte, vielleicht will sie ein Kind retten. Kurz und gut, also ich stehe in der Hütte, draußen brennen schon einzelne Schindeln. Ein alter Neger rennt auf dem Dach herum mit einem lächerlichen Gartenschlauch, um die lodernden Schindeln zu begießen, jede einzelne. Und drinnen ein Qualm, dass man fast erstickt. Hallo, schrei ich, was kann ich retten, schrei ich. Ich soll den Eisschrank retten, schreit sie, fällt mir nicht ein, schrei ich. Und draußen spritzt der alte Neger noch immer mit dem dünnen Gartenschlauch. Was willst du denn, sage ich, dich, sagte ich. Und ich packe sie. Wie ich sie packe, lacht sie mit ihrem ganzen Gebiss. Ich habe einen Mann, sagt sie. Also los, sage ich. Hast du einen Wagen, sagt sie. Wagen gibt es genug, sage ich. Und wie sie mich umarmt, kracht das Dach. Ich trage sie in den erstbesten Wagen, der auf der Straße stand, hinein und los. Der Besitzer, ein Tourist aus Sachsen, der merkte es gar nicht, als ich an ihm vorbeifuhr. Alle gafften auf den Benzintank, der jeden Augenblick in die Luft gehen konnte. Und Sie auf und davon? Auf und davon. Dunnerwetter. 4 Stunden später hockten wir auf einem Riff und fischen, uns kein Mensch sehen konnte. Dunnerwetter. Wie heißt du? Fragte ich. Florence, sagte sie. Mein Mann wird dich töten, sagte sie. Wenn er uns erwischt, sagte ich. Hm. Ich lachte und sie schlug die Muscheln auf, damit ich Köder hatte zum Fischen. Psst. Und? Sie haben was gefischt? Natürlich. Dunnerwetter. Herein. Guten Morgen, Herr Doktor. Warum so bedrückt, lieber Doktor? Guten Morgen. Nehmen Sie Platz. Sie haben mich belogen. Was soll ich denn mit diesem Album? Sie haben behauptet, dass Sie sich nicht erinnern können, verheiratet zu sein und jemals in unserer Stadt gelebt zu haben. Ja, dass Sie sich ein Leben in unserer Stadt nicht einmal vorstellen können. Nicht ohne Whisky. Na, und dieses Album? Schauen Sie es nur an. Warum lügen Sie? Bitte sehr, hier, schwarz auf weiß.
Anatole in seinem ersten Atelier. Anatole am Strand von Sainte-Marie. Und an diese blonde Dame erinnern Sie sich wohl auch nicht, hä? Hier. Anatole auf dem Eiffelturm. Anatole raucht Pfeife. Anatole vor dem russischen Denkmal in Berlin. Und hier, bitte sehr, schwarz auf weiß. Wie Sie an der Tafel sitzen, Seite an Seite mit unserem Bürgermeister, der eben eine Rede gehalten hat auf Sie. Und Ihnen die Hand schüttelt. Na, und so weiter und so weiter. Warum bestreiten Sie, dieser Mensch zu sein? Woher haben Sie dieses Album? Wer meinen Sie, Sie können mich lächerlich machen? Ich frage Sie, woher haben Sie dieses Album? Hier, bitte sehr. Wie Sie die Schwäne füttern, niemand anders als Sie. Und im Hintergrund, Sie sehen es ja selbst, das Münster, unser Münster. Und mir, Ihrem Verteidiger, sagen Sie seit einer Woche, Sie hätten nie in unserer Stadt gelebt. Es kann sein, dass ich Schwäne fütterte. Mit Ihrem unmöglichen Münster im Hintergrund. Aber Schwäne füttern und neben einem Bürgermeister sitzen, lieber Doktor, ist doch kein Beweis, dass ich hier gelebt habe. Ja, wo denn? Ja, jedenfalls nicht hier. Ja, unserem Wärter können Sie erzählen, dass Sie im Dschungel gewesen sind, aber nicht mir. In 10 Tagen müssen wir vor die Schranke. Wie stehe ich da, wenn Sie mir nicht sagen, wer Sie sind? Mir, Ihrem amtlichen Verteidiger, wie stehe ich da? Das ist Ihre Sache, lieber Doktor. Ich tue, was ich kann. Lieber Doktor. Warum sind Sie denn so verstockt? Wo ich Ihnen sage, unsere Stadt ist sogar bereit, Ihnen sofort einen Ehrenpreis zu verleihen, damit Sie Ihre fälligen Steuern zahlen können. Und überhaupt. Warum dieser Trotz? Alles ist da, ein Atelier, ein bekannter Name, eine Gattin, die sich aufopfert für Sie. Auch das noch. Die Akademie ist bereit, die Buße wegen der Ohrfeige zu übernehmen. Und fast jeder Mann, wenn er Sie auf der Straße trifft, wird sich freuen, dass Sie wieder da sind, auch Ihre alten Feinde. Warum weigern Sie sich, unser geschätzter Anatole Wartel zu sein? Mein lieber Doktor. Warum? Weil ich es nicht bin. Was diese Dame betrifft, wie gesagt, ich habe nichts gegen Besuch von Damen, Doktor. Ich kann nur meine Warnung wiederholen, ich bin ein sehr sinnlicher Mann, Doktor, besonders im Frühling, hemmungslos. Ja, ich sagte es ihr. Und die Dame beharrt darauf, mich in dieser Zelle zu treffen? Unbedingt. Unter 4 Augen? Sie kann es kaum erwarten, sagt sie. Sie ist überzeugt, dass Sie ihr Gatte sind. Sie sagt... Nee. Was? Sie brach ein Schluchzen aus, als sie von ihren angeblichen Morden hörte. Sie sagt, sie kenne ihren Gatten besser, als er sich selbst kenne. Und von hemmungsloser Leidenschaft, sagt die Dame, könne nicht die Rede sein. Das sei immer nur ein Wunschtraum ihres Gatten gewesen, sagt die Dame. Und sie ist sicher, dass sie allein mit ihnen fertig wird. Ich verstehe sie nicht. Ein einziges Wort des Geständnisses, dass sie der Verschollene sind, und morgen schon wären sie auf freiem Fuß. Als Wadl, Anatole Wadl, Bürger dieser Stadt, der so viele beglückende Skulpturen geschenkt hat. Herr Doktor Döner, es ist hoffnungslos. Gehen Sie spazieren. Was ist hoffnungslos? Ihre ganze Verteidigung. Wieso? Reden wir von Russland. Ich verstehe Sie wirklich nicht, Herr Wadl. Ich heiße nicht Wadl. Ja, wie denn? Ich frage Sie, wie denn? Ja, wenn Sie mir keinen Namen nennen, wie soll ich Sie denn verteidigen? Einen Menschen ohne Namen? Darauf käme es gerade an. Nein. Was gibt's denn, Knobel? Die Dame. Ah. Ich lasse bieten. Anatole, erkennst du mich nicht mehr? Bitte, Madame, nehmen Sie Platz. Wenn es Ihnen recht ist, Frau Wadl, werde ich mich jetzt zurückziehen. Wie gesagt, die Zelle wird geschlossen, aber der Wärter ist immer in der Nähe. Er hört jeden Ruf. Knobel, Sie bleiben in der Nähe. Klar. Auf alle Fälle. Machen Sie sich nur keine Sorge. Ich weiß nicht, Herr Kollege, ich weiß nicht. Vielleicht kann man die Sache auch anders sehen. Ich nicht, Herr Staatsanwalt. Sie verlangen von diesem Mann, dass er Ihnen die ganze Wahrheit sagen soll. Die Wahrheit, wo und wie er gelebt hat. Ich bin sein Verteidiger. Was heißt Wahrheit? Ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt. Das Album und alles Übrige, Indizien auf Indizien. Ganz zu schweigen davon, dass Sie, die Frau Wadl, ihn sofort erkannt hat. Jetzt sind Sie schon 1 Stunde zusammen in der Zelle. Und? Es gibt keinen Zweifel, dass er Ihr Gatte ist. Dann warum lächeln Sie? Ja, ich will Ihnen was sagen, Herr Kollege. Seit mehr als 20 Jahren bin ich Staatsanwalt. Ich weiß nur eins, dass man alles beweisen kann. Ausgenommen die Wahrheit. Glauben Sie mir, niemand, und wenn man ihn foltern würde, ist imstande, die Wahrheit zu sagen. Es sei denn, er erfinde sie. Ja, Sie glauben an so eine Wildwestgeschichte? Doch, in gewissem Sinne, ja. Spaß beiseite, Herr Staatsanwalt. Wenn Sie einem Menschen bloß die Taten glauben, die er wirklich getan hat, mein lieber Doktor, dann werden Sie ihn niemals kennenlernen.
Die ganze Wahrheit, als ob die tausend Bilder, die einer fürchtet oder hofft, und all die Taten, die ungeschehen bleiben in unserem Leben, nicht auch zur Wahrheit unseres Lebens gehörten. Ja, herein. Die Dame möchte Sie sprechen. Wo ist sie denn? Also, ich werde gleich kommen, Herr Doktor, sobald sie sich gekämmt hat. Gekämmt? Also, sie hat ja alles nie im Tisch hier. Puder und Lippenstift und so. Die Dame hat einen Knopf verloren, sagt sie. Ein Knopf? Sagt sie, ja, von ihrem Rock. Ja, was ist denn geschehen, Knobel? Ja, ich weiß nicht, Herr Staatsanwalt. Ich war ja im Korridor. Zu hören war nichts. Ja, ja. Bitte. Nehmen Sie Platz, Frau Wardl. Danke. Sie nehmen doch einen Whisky. Es ist mir furchtbar, meine Herren. Ja, was denn? Wo ist denn mein Taschentuch? Sie haben sich sehr aufgeregt. Wo ist mein Gürtel? Ein Gürtel? Ich hatte doch einen Gürtel. Knobel, sehen Sie nach. Schildkröte mit einer roten Spange. Denken Sie nichts Falsches, meine Herren. Aber Sie brauchen nichts zu erzählen, Madame, wenn es Sie nicht dazu drängt. Danke. Sagen Sie nur eins, Frau Wardl. Ist er Ihr Gatte oder ist er es nicht? Ich weiß nicht. Sie wissen nicht? Er ist so anders, als ich ihn kenne, so... So abweisend, so verstockt, ja, ich Nein, weiß. Nein, im Gegenteil. Trinken Sie den Whisky, Madame, Sie brauchen wirklich nichts zu erzählen. Es ist mir furchtbar, meine Herren, das mit dem Gürtel. Ach, beruhigen Sie sich, Frau Wardl. Ich bin der festen Überzeugung, dass er niemand anders als Ihr geschätzter Gatte ist. Na, sonst hätten Sie nie dieser Bedrohung ausgesetzt, versteht Sie? Er hat mich nicht bedroht. Ja, aber warum sind Sie dann so erregt? Ich bin so glücklich, meine Herren. Ja, aber? Er sagt, er heiße Rip van Winkel. Wie heißt er? Rip van Winkel. Rip van Winkel? Ja. Fassen Sie sich, Frau Wardl. Sie zweifeln doch nicht daran, dass er Ihr Gatte ist. Ich habe ihn nie so gesehen. Er war so bezaubernd. Ja, hier ist das Sekretariat der Staatsanwaltschaft. Sollen Sie anrufen, Herr Kommissar, im Namen des Herrn Staatsanwalts? Leider ist der Staatsanwalt gerade beschäftigt und es wäre sehr eilig. Worum handelt es sich? Der Staatsanwalt möchte wissen, ob es eine Person namens Rip van Winkel gibt oder jemals gegeben hat. Der Name kommt Ihnen bekannt vor, aber... Wie heißt er? Rip van Winkel. Rip van Winkel? Wie schreibt sich das? Ja, wie man es sagt. Winkel. Wir werden nachsehen. Der Staatsanwalt wäre Ihnen sehr verbunden. Bitte sehr. Sie hatte recht, Herr van Winkel. Die Dame gestern hat sich getäuscht. Umsonst die Sucherei den ganzen Tag. Der rote Gürtel war zu Hause. Warum bekomme ich mal den Whisky? Ja gut, ich melde es nicht jeden Tag, den Herren Doktoren da vorne. Aber Alkohol ist verboten, sagen sie nicht. Alkohol in der Untersuchungshaft. Aber wer weiß, Herr van Winkel, vielleicht dürfen Sie ja morgen schon in die Stadt. Ich? Ja, oder übermorgen, nicht wahr? Da können Sie doch Whisky trinken, so viel Sie brauchen. Wieso in die Stadt? Ja, also, ich soll nichts davon reden, Herr van Winkel. Man will mich auf freien Fuß setzen und einen falschen Namen? Sie habe der Dame sehr gefallen, scheint's. So? Ja. Und? Jedenfalls hat sie eine Kaution hinterlegt. Eine Kaution? Ja, ja, ja. Ich hab's gestern so ganz im Vorbeigehen gehört. Ein ziemlicher Betrag, wenn ich recht gehört hab. Eine Kaution wofür? Ja, ja, für Sie, Herr van Winkel. Die Dame, die ist doch ein bisschen verliebt in Sie. Das habe ich gleich gemerkt, wie sie aus der Zelle rauskam. Damit sie die Erlaubnis bekommen, zweimal in der Woche spazieren zu gehen. Mit ihr? Ja, frische Luft und so, ne? Zerstreuung, das kann nichts schaden, meint der Staatsanwalt. Und der Dr. Diener, der sagt dafür. Wiedersehen mit der Heimat, sagt er. Ne? Die Dame, die soll Ihnen nämlich unsere Stadt zeigen. Spazieren... Und ihren botanischen Garten bewundern, als hätte man nicht all diese Gewächse in Wirklichkeit gesehen. Schwäne füttern mit Blick in die Berge, wo man wirkliche Vulkane gesehen hat. Also, wenn ich nicht Familie hätte, Herr van Winkel, das können Sie mir glauben. Keinen Tag länger tät ich das hier mitmachen. Aufschließen tät ich, damit mir die Aare aufgehen, den Herren Doktoren da. Mit dem Schlüssel hier, verstehen Sie? Da tät ich aufschließen und ab in den Dschungel. Mir zwei Bäder. Das ist ja ein Witz, mein Lieber. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich danke dir, ein Märchen. Und da frage ich mich durch alle Kanzleien hindurch. Natürlich wissen Sie nicht, wer Rip van Winkel ist. Ein Märchen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es ist der Name eines amerikanischen Märchens. Das weiß ich ganz bestimmt.
Genauer habe ich es nicht in Erinnerung. Ja, es genügt auch schon. Ich danke dir vielmals. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, im Ernst. Also, heute Abend. Jawohl, heute Abend. Gruß an deine Frau. Ein Märchen. Fräulein Schmidt, Sie brauchen nicht weiter anzurufen. Herr Staatsanwalt? Ja, bitte nehmen Sie Ihren Block und schreiben Sie. Rip van Winkel, ein amerikanisches Märchen. Rip van Winkel war ein alter Niederländer und lebte schon viele Jahre in Neu-Amsterdam. Jedermann kannte ihn als einen braven und tüchtigen Mann. Braven und tüchtigen Mann? Eines Mittags ging er am Herzen entlang und stieg auf die schwarzen Felsen von Manhattan, um sich ein kleines Schläfchen zu gönnen. Plötzlich, in seinem Schlaf an der Sonne, hörte Rip ein seltsames Gepolter, dumpf und wie ein Donnern unter der Erde, das ihm keine Ruhe ließ. Er machte sich auf den Weg. Er machte sich auf den Weg, um das seltsame Gepolter zu erforschen, und kam in eine Grotte, die er noch nie gesehen hatte. Hier war eine Gesellschaft von munteren Kobolden, die Kegel spielten. Das war das Gepolter. Und als sie Rip den braven Niederländer erkannten, ließen sie ihm keine Ruhe, bis er mit ihnen zechte und trank. Dafür musste Rip ihnen helfen, die Kegel aufzustellen. Das Zechen und Kegel, das Poltern und Lachen nahmen kein Ende. Und immer wieder, kaum hatte der arme Rip die schweren Kegel aufgestellt, lachten die Kobolde und schossen sie wieder über den Haufen, sodass es krachte und donnerte. Als Rip van Winkel endlich erwachte, lag er noch immer auf den schwarzen Felsen von Manhattan. Die Sonne schien, als wäre kaum eine Stunde vergangen, aber siehe da... Als wäre kaum eine Stunde vergangen. Ja, sagen, aber siehe da, wie Rip van Winkel wieder in sein Städtchen hinunterkam, war alles verändert. Es waren Jahre vergangen. Sein Haus stand verlottert und von Unkraut überwuchert und Rip erkannte keinen Menschen mehr. Aber die Menschen kannten auch ihn nicht mehr, nur seinen Namen. So stand er da, ein Fremder in fremder Stadt. Nur seinen Namen? So stand er da, ein Fremder in fremder Stadt. So, gut. Das ist alles, Herr Staatsanwalt. Jawohl, danke schön, Frau Schmidt. Bist du so still? Warum du so still bist, frage ich. Bitte? Weil ich dich sehr liebe. Herr Ober? Ein Spaziergang an der frischen Luft. Überhaupt ein paar Stunden im Freien. Ich dachte, es tut dir gut, es freut dich, die Stadt zu sehen. Erinnerst du dich nicht, wie oft wir in dieser Nische gesessen haben? Mit dem Stoll und all den anderen? Sie haben immer gesagt, Anatole ist tot. Herr Ober? Nur ich habe gewusst, dass mein Mann eines Tages wiederkommt. Stell dir vor, Sie wollten bereits eine Gedächtnisausstellung machen. Eine Anatole-Wadel-Gedächtnisausstellung. Nein, habe ich gesagt, mein Mann ist nicht tot. Bitte, was darf ich bringen? Noch einen Whisky, bitte. Bitte sehr. Du sollst nicht so viel trinken. Ich lasse mir nicht gern vorschreiben, was ich tun darf. Du könntest eine wunderbare Frau sein. Dass du das nicht begreifst. Ich verstehe dich nicht. Und deshalb glaubst du, sind wir verheiratet. Ein Whisky. Dankeschön. Anatole. Du weißt es doch. Was? Dass du es bist. Glaubst du, ich hätte dich in meine Wohnung genommen, wenn du nicht mein Mann wärst? Herr Ober. Wofür hältst du mich? Herr Ober. Um 6 Uhr musst du im Gefängnis sein. Herr Ober. Ich werde dich begleiten. Noch einen Whisky. Bitte sehr. Und wenn ich nicht zurückgehe? Wie meinst du das? Wenn ich verschwinde. Das wirst du nicht tun, mein Warum Lieber. Warum nicht? Meinetwegen nicht. Wie sicher du bist. Du weißt es ganz genau. Wenn du mich noch einmal im Stich lässt... Dann wirst du wieder krank. Und ich bin wieder schuld. Zahlen?
Warum siehst du mich so an? Ich glaubte, du liebst mich. Ja, es ist 10 Minuten. Ja, was würde denn mein Wärter dazu sagen, wenn ich nicht käme? Der liebt mich. Deshalb glaubt er alles, was ich sage. Der behauptet nicht, dass er mich kennt. Sie möchten zahlen, mein Herr. Bitte ja. Je reviendrai tout de suite. Continuez votre exercice. Hallo? Ich bin es. Wie geht es dir, Julika? Du bist in Paris? Ach so, ich verstehe. Warum musst du meine Stimme hören? Er ist es. Wann kommst du denn zurück? Ach, du kommst nicht zurück. So. Ich verstehe dich nicht, Julika, wenn du weinst. Es ist ein Opfer, ich verstehe, es ist ein Opfer von dir, aber du musst es bringen. Durchaus nicht, Julika. Du musst tun, was dich glücklich macht und wenn es dich glücklich macht, zu verzichten und dir selber leid zu tun. Das ist es ja. Ich sage, das ist es ja, warum du mich verlässt, Julika. Du bist eine Dulderin. Du liebst ihn so wenig wie mich. Du liebst es, wenn der Mann deinetwegen ein schlechtes Gewissen hat. Und dazu habe ich kein Talent, das weißt du. Jawohl, Julika, das ist alles, was ich dir zu sagen habe. Hallo. Hallo. Julie. Monsieur Rubien. Oh. Mesdames, nous continuons. Das ist alles, Herr Staatsanwalt, was ich aussagen kann. Wir danken Ihnen, Herr Baum. Bitte. Und wie gesagt, nehmen Sie es nicht übel, dass in den Akten immer von dem Haarölgangster die Rede ist. Der Ausdruck, wie Sie bemerkt haben, steht in Anführungszeichen. Das ist ein Ausdruck unseres Häftlings. Ja, ich werde ihn wegen Ehrbeleidigung verklagen. Nur noch eine Frage, Herr Baum. Haben Sie irgendeine Beziehung zu Jamaika? Ich, wieso denn, warum? Ich forsche nicht nach Ihren geschäftlichen Verbindungen. Ich möchte lediglich wissen, haben Sie, als Anatole Wadl an Ihrem Gipskopf arbeitete, von Jamaika erzählt? Das kann sein. Aha. Ich habe hier ein Haus in Jamaika. So, aha. Ja, wieso, warum? Also wir danken Ihnen, Baum. Wir sind sehr erleichtert, wenn ich so sagen darf, dass Sie nicht ermordet sind. Ermordet? Ja, unser Häftling behauptet steif und fest, er habe Sie schon vor Jahren ermordet. Was, mich? In Jamaika, jawohl. Aber ich bitte Sie. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Na, bitte. Also Sie sind erleichtert, lieber Doktor. Sie nicht? Mhm. Nein, danke, ich rauche jetzt nicht. Das also war der Haarölgangster. Ja, unser Häftling hat nie einen Menschen ermordet. Ich habe es ja von Anfang an gesagt. Ja, nichts als Geflunker. Schon, das schon. Aber? Ja, langsam fange ich an zu sehen, worum es hier eigentlich geht, lieber Doktor. Der Anatole Wadl, das war ein Mensch wie so viel. Ich meine, ein Mensch, der sich selbst überfordert. Mit dem Ergebnis, er lebte nicht, er spielte eine Rolle, die er sich und anderen schuldig zu sein glaubte. Daher das schlechte Gewissen. Das dauernde Gefühl, etwas schuldig zu bleiben. Statt dass er diesen Haarölgangster, als er nicht zahlen wollte, einfach die Treppe hinunterwarf. Nein, man möchte ein reifer und überlegener Mensch sein, man lächelt vor Reife und Überlegenheit, wie es sich gehört. Dafür ermordet man den anderen in seinen Träumen. Wir wissen so genau, wie wir sein sollten, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Wir sind überhaupt keine Wirklichkeit mehr, lieber Doktor. Alles wird ein Spuk. Das ist die Geschichte von Rip van Winkel, scheint mir. Wieso? Ja, na, also diese lächerlichen Kegel, die Rip van Winkel aufzustellen hat, damit die Kobolde sie immer und immer wieder über den Haufen werfen, das sind die lächerlichen Rollen, die wir vor uns und anderen zu spielen haben. Etwas Unhaltbares im Grunde, eine sinnlose Frohn, und darüber vergeht ihm das ganze Dasein, bis er erwacht. Das heißt, bis er zu sich selber kommt. Ja, aber was dann?
Er kommt in seine Stadt zurück und erlebt, dass seine wirkliche Stellung in dieser Welt ganz anders ist, als er und die anderen es haben wollten. Und er erwacht, ist ein Fremdling in fremder Stadt, ein Unbekannter, ein Namenloser. Nur dulden wir keinen Namenlosen. Man wird alles tun, den Erwachten in seine alte, seine überwundene und unwirkliche Rolle zurückzuzwingen, ja. Ich frage mich nur, lieber Doktor, was dabei herauskommt. Also, ehrlich gestanden, ich bin gar nicht erleichtert. Ja? Rein? Herr Staatsanwalt, der Ware ist bereit. Ja, danke schön. Bitte schön. Also, wir fahren jetzt in das Atelier von Anatol Wade. Herr Doktor, vielleicht fahren Sie mit der Dame voraus. Wir kommen mit dem Häftling etwas später nach. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Na, wir werden sehen, was dabei herauskommt. Das also ist sein Atelier. Verstehen Sie jetzt, Herr Doktor, warum er das Münster so verflucht? Der Stundenschlag, das geht ja noch, aber dann das 11 Uhr läuten. Eine Viertelstunde werden Sie es hören. Ihr Gatte muss jeden Augenblick kommen. Hier, das sind seine letzten Arbeiten. Alles vertrocknet, leider. Ich habe nichts angerührt, wissen Sie? Seine Kunst ist mir heilig. Überhaupt die Kunst. Was ist denn das? Skizzen. Aber das brauchen Sie nicht so anzusehen, Herr Doktor. Ist ja alles noch umwickelt. Damit der Lehm nicht trocken wird. Aha. Aber nun ist er natürlich trotzdem vertrocknet. Ja, 5 Jahre sind eine Zeit. Warum sehen Sie mich so an? Wenn ich mir gestatten darf, Frau Wadl, etwas zu sagen. Das sieht aus wie Mumien. Ja, ja, natürlich, mit diesem Sacktuch drumherum. Nicht wahr? Wenn man es anrührt, wird alles zerbröckeln, fürchte ich. Hoffentlich ist es richtig, Herr Doktor, dass ich bei dieser Konfrontation dabei bin. Sicher. Haben Sie eine Zigarette? Bitte. Als er hier arbeitete, danke. Ach Gott, was war das für eine glückliche Zeit. Ob schon er mich krank machte. Bitte. Danke. Das ist das schönste Atelier in der ganzen Stadt. Mit diesem Blick über die Dächer, mit gurrenden Tauben vor dem Fenster. Und wenn es klar ist, sieht man sogar das Gebirge. Ich verstehe nicht, warum er nicht in dieses Atelier zurückkehren will. Ich verstehe es einfach nicht. Und hier hat er auch geschlafen. Wie meinen Sie das? Gewohnt, geschlafen, gekocht, gearbeitet. Und wie er gearbeitet hat. Sehen Sie hier diese Bronze, seine letzte. Das Original steht im Nationalmuseum. Das sind Sie? Nein. Oh, Entschuldigung. Beschauen Sie mal, wie abstrakt. Ja, ja. Hier, das ist ein Bildnis von mir. Ah. Wie finden Sie es denn? Auch sehr abstrakt. Nicht wahr? Und dazu dieser Blick über die Stadt. Sie entschuldigen, ich kann mich wirklich kaum erholen von dieser Aussicht. Sogar den Fluss sieht man. Ich verstehe es so wenig wie Sie, Frau Wadl, dass ein Mensch lieber im Gefängnis wohnt als in diesem herrlichen Atelier. Oh Gott im Himmel. Lassen Sie sich, Frau Wadl. Er kommt. Wie gesagt, widersprechen Sie nicht, wenn er leugnet. Lassen wir ihm einfach Zeit. Plaudern Sie irgendetwas, als wären wir ganz zufällig hier. Unterdessen wird er diese Skulpturen schon bemerken. Und wenn er sie alle zusammenschlägt? Damit gäbe er zu, dass er ihr Schöpfer ist. Nein. Nein, Herr Doktor, bitte öffnen Sie. Wovon sprachen wir? Morgen findet die Verhandlung statt und es steht außer Zweifel, Frau Wadl, das Gericht wird befinden, dass er ihr Gatte ist. Nur, wie gesagt, wäre es so viel besser, wenn er es finden würde. Ja, ja, natürlich. Das ist eine letzte Chance. Was ist denn das? Ein Porträt. Von einem Verbrecher? Sie kennen ihn nicht? Ach, warum? Ja, ja, das ist eine schwache Sache, finde ich. Viel zu naturalistisch. Ja, ja, das ist er, den er ermordet hat. Und dabei hätten Sie sehen sollen, wie Anatol sich gegen diesen Millionär benommen hat, als er nicht zahlen wollte. In Wirklichkeit. Kein lautes Wort. Keine Spur von Wut. Anatol verzichtete einfach auf das Geld. Ich habe noch nie einen Menschen gekannt, der so wenig streiten kann wie Anatol. Aha. Dazu, wissen Sie, ist er eine viel zu vornehme Seele. So. Wenn etwas nicht klappt, betrachtet er stets als seine Schuld. Darum liebe ich ihn ja auch so. Herein! Guten Morgen, Herr Staatsanwalt. Guten Morgen. Wo ist denn mein Mann? Knobel, bringen Sie den Herrn heran. Anatol. Das ist das Atelier von Anatol Wadl, Herr van Winkel. Wollen Sie nicht Ihren Mantel ablegen? Irgendwo gibt es da sicher einen Haken, nicht? Anatol,
Hier ist sogar ein Kleiderrücken. Rühren Sie mich nicht an, Herr Doktor, das vertrage ich nicht. Erkennst du nicht, wo du bist? Was soll ich hier bitte? Erkennst du das nicht? Das ist deine Büste. Das bist du selbst. Das bin ich nicht. Das glaubst du nicht. Das bin ich nicht. Was machen Sie denn da? Das bin ich nicht. Bin ich nicht, ne? Hiermit kommen wir zur Verkündung des Urteils. Der Angeklagte, der vor 3 Wochen unsere Grenze überschritten hat, wobei er sich der tätlichen Beleidigung unserer Behörden schuldig machte und der sich im Laufe der Untersuchungshaft als Rip van Winkle ausgab, ohne diesen Namen irgendwie mit Papieren belegen zu können, hat den Verdacht, dass er der verschollene Anatol Wadl ist, in keiner Weise widerlegen können und wird aufgrund der soeben genannten Indizien trotz verweigerten Geständnisses von Gerichts wegen dazu verurteilt, mit dem heutigen Tage wieder den Namen Anatol Wadl zu tragen. In Anerkennung seiner Verdienste als Anatol Wadl hat das Gericht davon abgesehen, den Angeklagten mit den Kosten des Verfahrens zu belasten. Und da die Akademie der Künste sich bereit erklärt hat, die Buße für die genannte Ohrfeige sowie alle weiteren Schulden zu übernehmen, die der Verschollene noch zu begleichen hat. Und da die Behauptungen seitens des Angeklagten, dass er Morde begangen habe, jedes Beweises entbehren, hat das Gericht ferner beschlossen, Herrn Anatol Wadl mit dem heutigen Tag auf freien Fuß zu setzen. Anatol! Damit ist unsere Sitzung geschlossen. Ich gratuliere, Herr Wadl, ich gratuliere. Haben Sie es nicht gehört? Auf freien Fuß. Ich werde ein Taxi bestellen. Ja, warum sagen Sie denn nichts? Draußen warten schon die Leute von der Presse, aber mach dir keine Sorgen, mein Lieber. In deinem Atelier sind wir ganz allein. Mich lässt er stehen, ohne auch nur meine Hand zu nehmen. Ein Klient, der freigesprochen wird und kein Wort des Dankes. Also so etwas ist mir noch nicht vorgekommen. Sie sind verletzt, Herr Kollege. Ja, allerdings. Wofür soll er sich denn bedanken? Ja, immerhin. Also ich kann es verstehen. Auf freiem Fuß, ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, was will man mehr auf freiem Fuß? Und mich, seinen Verteidiger, behandelte wie Luft. Sie sind es ja selbst, wie Luft. Aber regen Sie sich nicht auf. Habe ich doch nicht mein Bestes getan? Es ist ein hartes Urteil für ihn. Ja, trinken wir ein Whisky. Ja, es ist ein hartes Urteil. Wir haben einen Menschen verurteilt zu sein, was er gewesen ist. Das verstehe ich nicht. Leider tun wir das immer. Was? Ja, wir machen uns ein Bildnis von einem Menschen und lassen ihn nicht aus diesem Bildnis heraus. Wir wissen, so und so ist er gewesen. Und es mag in diesem Menschen geschehen, was will. Wir dulden es einfach nicht, dass er sich verwandelt. Sie sehen es ja, nicht einmal seiner Gattin duldet es. Sie will ihn so, wie er gewesen ist, und hält das für Liebe. Aber ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt. Ja, lieber Doktor, wir sind nicht bereit für das Namenlose, für das Lebendige. Wir haben keine Ruhe, bis wir es nicht zu einem Namen verurteilt haben. Ja, lesen Sie wirklich einmal das Märchen von Rip van Winkle. Besser kann ich es Ihnen gar nicht erklären. Ein Mensch erwacht zu sich selber, aber wir ver... Ja, herein. Was ist denn los, Knobel? Sie sind ja ganz bleich. Herr Staatsanwalt. Ja, nun reden Sie schon. Er hat... Sie sagen, er hat sie erwürgt. Erwürgt? Seine Gattin? Kaum war er draußen, sagen sie. Ist sie tot? Nee, Herr Staatsanwalt, aber beinahe, sagen sie. Wo ist er denn? Noch wieder in seiner Zelle. Gut, ich danke Ihnen, Knobel, danke. Und seine Frau? Das kranke Auto soll jeden Augenblick kommen. Ja, ist gut. Setzen Sie sich, Herr Kollege. Trinken Sie Ihren Whisky. Gott im Himmel. Diesmal, Herr Kollege, werde ich ihn verteidigen. Thank you.
Rip van Winkel, Hörspiel von Max Frisch mit Oskar Werner als Fremdling, Hans Schweigert als Staatsanwalt, Heinz Klingberg als Verteidiger, Anneliese Römer als Julika, Josef Offenbach als Knobel und vielen anderen. Musik Siegfried Franz, Regie Gerd Westphal, Produktion Nordwestdeutscher Rundfunk Hamburg 1954.